Guten Morgen. Es ist schon wieder Freitag und die Zeit rennt mir davon. Also ich denke mal, ich muss mich ganz schön strecken, dass ich heute rumkomme. Naja, schauen wir mal, wie es läuft. Lassen wir uns überraschen. Ich habe mich ja gestern Abend noch angemeldet, dann bin ich gleich auf Pause. Und jetzt gucken wir mal, jetzt fahre ich hin zum Abladen. Und dann schauen wir mal, wie es drüben in Ingolstadt läuft. Also dann, meine lieben Freunde, müssen wir uns mal jetzt hier ein bisschen Gas geben. So, jetzt geht's nach Ingolstadt ins Werk. Mal gucken, wie lange es da dauert. Hoffentlich geht das schnell. Die Bahnlinie ist wieder in Betrieb. Haben sie wieder ein Blinklicht aufgebaut dort. Das war ja mal eine Zeit lang weg, weil die Bahnlinie nicht benutzt worden ist. Da haben wir immer dort hinten, wo die Kesselwagen jetzt stehen, haben wir immer gestanden und geparkt zum Übernachten. Und das haben sie jetzt alles abgesperrt, weil sie da jetzt irgendwie die Kesselwagen umfüllen in Silo und Tanklaster. So. Naja. Musste ich jetzt ein Stückchen warten, weil welche vor mir waren. Ach Mann, ist alles kostbare Zeit. Alles kotzbare Zeit. So, sind wir doch gleich in Ingolstadt. Aber dass es hier nicht gut läuft auf der Straße, hatte ich eigentlich nicht anders erwartet. Obwohl, da war auch schon mal ein Unfall, da stand ich schon mal ewig. Alles schon da gewesen. So, jetzt geht's ab in den Hochkreisel. Langsam kennt ihr Ingolstadt auch schon in- und auswendig. Gleich mal von oben in den Blick werfen, wie es mit Parkplatz aussieht. So, und dann muss ich mal gucken, für die eine Abladestelle habe ich gar nicht viel. Vielleicht kriege ich die ja in der anderen mit runter. Das wäre natürlich gut, da kann ich mir nämlich auch ein bisschen Zeit sparen. Kostet ja auch unnötig Zeit, Auto aufmachen, Auto zumachen, darüber fahren, da zurückfahren. Naja, so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Wo hätte ich denn einen Plätzl da unten? Ah ja, da sind Plätzl. Ach nee, da steht einer, da steht auch einer. Da steht einer quer. Da steht auch einer quer davor. Ist doch nicht die Norm. Na gut, ich habe ja vorgestern auch hier quer davor gestanden. Konnte ja auch keiner rein, wo ich stand. Dönermann hat noch zu. So, mal gucken, da fahre ich jetzt gar nicht erst hier rein, da fahre ich gleich hier rum. Da fahre ich gleich hier rum. Hier rum, Larum, Löffelstiel. Wer nichts lernt, der kann nicht viel. So, und ihr könnt mich jetzt mal alle kreuzweise. Hier ist doch Platz. Sonst hätte ich mich nämlich hier gleich dahinter gestellt. So. Also Leute, euer Daumen drücken hat geholfen. Ich bin fertig in Ingolstadt.
Das hat super geklappt hier überall. Die dritte Abladestelle haben sie mir gleich an der zweiten mit runter. Konnte ich gleich ins Leergut fahren. Also wunderbar war das. Gibt nichts Besseres. Wenn es gestern so geklappt hätte wie heute, wäre ich zufrieden gewesen. So, jetzt fix nach Gera. Vorneweg aber noch tanken in Hermsdorf. Weil ich habe ja die ganze Woche nicht getankt. Ich habe am Dienstag in Bamberg getankt und seitdem nie wieder. Und heute muss ich aber tanken, unbedingt. Sonst wird das nichts mit Zwickau und Neuburg noch einmal. Ich muss ja heute noch mal nach Neuburg runter, ne? Jetzt muss bloß noch auf der Autobahn alles gut funktionieren und runterzu dann auch. Mit dem Abladen und mit dem Laden. Ja, mit dem Laden, da habe ich eigentlich keine Bedenken, weil in Zwickau, das geht eigentlich immer schnell. Da sind sie eigentlich rucki zucki durch. Und mit dem Abladen, da könnte ich mal schon muss ich schauen. Da könnte es passieren, dass ich ein bisschen stehe. Aber naja, lassen wir uns überraschen. Abgeladen ist es dann schnell. Aber bis man reinkommt, das kann halt dauern. Ne? Obwohl gestern ging es auch schnell. Vielleicht habe ich ja heute auch Glück. Ich könnte heute ein Glückspilz sein. Und dann habe ich nämlich das Glück, dass die Sonderschichten fahren morgen. Da kann ich nämlich dann gleich runterfahren, Pause machen. Und dann lade ich morgen früh ab. So, was ist denn jetzt hier los? Warum werdet ihr wieder langsamer? Tut das Not? Nein, tut nicht Not. Gebt Gas. Termine, Termine, Termine. Ja, ich muss schauen, dass ich bis spätestens 6:45 wieder unten bin. Weil sonst die 11-Stunden-Pause nicht zählt, die ich machen will. Aber ich muss heute eine 11-Stunden-Pause machen, weil ich erst eine 11-Stunden-Pause gemacht habe. Und wenn ich sonnabends noch mal fahre, muss ich ja 2 11-Stunden-Pausen machen. Das heißt, da ich das nicht hingekriegt habe, die zweite zu machen in der Woche, muss ich die von heute zu morgen machen. Im Umkehrschluss darf ich dann aber nur 13 Stunden unterwegs sein, sonst zählt die 11-Stunden-Pause nicht. Und das wäre echt blöd. Also hochzu kann ich mich ja jetzt nicht beschweren. Das ging ja jetzt rucki, flecki, lecki. Aber runterzu haben sie vorhin einen Unfall gemeldet in der Baustelle. Ich hoffe ja, dass das beseitigt ist, bis ich wieder dort bin. Weil ich muss ja wieder in die Richtung runter, nach Neuburg. Ich muss ja dann, wenn ich jetzt hier leer bin, nach Zwickau zum Laden. Und dann muss ich ja in Neuburg morgen früh wieder abladen. Also eigentlich heute Abend, aber das wird ja nichts mit der Zeit. Das kriegt man nicht hin. Jetzt kommt eine Nachricht. Die lese ich dann in Gera. So, da seht ihr doch schon die Öltanks wieder. Ach, halt die Klappe da drüben. Da könnte ich Glück haben, dass sie mich noch reinholen. Vorm Schichtwechsel.
Blöd wäre es natürlich, wenn sie mich bis zum Schichtwechsel stehen lassen würden. So, abgeladen habe ich, jetzt fahre ich nach Zwickau laden. Und dann geht es wieder nach Neuburg. Mal gucken, wie ich mit meiner Zeit hinkomme. Ach Alter, solche Aktionen liebe ich. Ich muss doch sowieso von rechts abbiegen und nicht nach Frankfurt fahren. Das hätte ich jetzt beinahe falsch gemacht. Ne, das hätte ja jetzt geklappt. Ich wäre hier Richtung Frankfurt aufgefahren. Alter, ich muss doch Richtung Dresden auffahren. Ich will nach Chemnitz. Quatsch, nach... Oh, ich bin schon durch die Rolle. Nach Dingens, Zwickau will ich. So, jetzt sind wir doch schon mehr ohne. Jetzt geht's doch schon runter nach Zwickau. Also ich habe jetzt einen ganz anderen Plan gefasst, wie es heute weiterläuft. Ich lade ja sowieso erst morgen früh ab. Und wenn ich jetzt noch runterbügeln würde nach Neuburg, dann würde ich mir ja meine Schichtzeit und meine Lenkzeit versauen. Und damit ich mir das nicht kaputt mache, ist mein Plan, jetzt halt noch so weit zu fahren, wie meine Schichtzeit oder Lenkzeit geht. Das, was zuerst zu Ende ist, ist zuerst zu Ende. Und dann den Rest gar morgen früh fahren. Und ich lade ja sowieso erst morgen früh ab. Also von daher ist es ja dann am Ende auch egal. Und mein Zeitfenster verpasse ich ja auch. Also es wäre ja rum wie nun wurscht. Und das werde ich meiner Disponentin nachher unterbreiten. Und mal gucken, was sie sagt. Wenn sie sagt ja, dann ist es okay. Und wenn sie sagt nein, ja gut, dann muss halt die Firma die Konsequenzen tragen, wenn ich in eine Kontrolle komme. Dann müssen sie durch und bezahlen. Punkte gibt es ja zum Glück keine da drauf, nur Geldstrafe. Aber man muss ja nicht negativ auffallen, wenn es nicht sein muss, ne? So, in Absprache mit meiner Dispo bleibe ich gleich hier in Zwickau stehen, weil das jetzt keinen großen Sinn macht, noch runter zu fahren. Und da würde ich mir die Schicht, die Lenk- und die Ruhezeit kaputt machen. Und fahre dann in der Nacht runter. Das macht mehr Sinn. Als jetzt hier auf Teufel komm raus hier noch versuchen, noch ein paar Meter zu fahren. Münchberg ist Stau, Pegnitz ist Stau. Jetzt ist es Nachmittag, die fahren jetzt alle in Urlaub. Also von daher macht es wirklich mehr Sinn, erst in der Nacht zu fahren. Und da ich ja sowieso erst morgen früh abladen würde, muss ich mir jetzt nicht hier meine Schicht- und Lenk- und Ruhezeiten kaputt machen. Muss ja nicht sein. Da fahre ich nämlich jetzt hier hoch, suche mir hier einen Parkplatz und mache hier schön Feierabend. Hab mir gerade in der Kantine zwei Brötchen geholt. Ja, schön meinen Gulasch dazu essen, den ich noch habe. Und dann noch ein bisschen dumm tun, in die Sonne setzen, ins Bett gehen und um 3 stehe ich wieder auf. So, jetzt ist Feierabend. Guckt mal, was für ein feines Plätzchen ich hier habe. Ich drehe mich mal langsam hier rum. Ist das nicht ein Platz an der Sonne? Hä? So, und hier werde ich jetzt nächtigen. Bis morgen früh um 4. Und dann geht's los nach Neuburg. Abladen, in Ingolstadt laden und dann geht's nach Hause. Habt ihr wieder ein Glück, gibt's wieder ein Sonnabendsvideo. Also dann, meine Lieben. Stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Und bis morgen. Tschüss.